Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Nach dem etwas zerstückelten Bootbau, also folgentechnisch etwas zerstückelten Bootbau. Jetzt müssen wir im Augenblick. Times 0. Die Aufnahme hat ja nicht so ganz stattgefunden. Irgendwie hatte ich es vergessen und dann habe ich irgendwie angefangen und dann aus technischen Gründen fehlen irgendwie da welche. Und also Minuten und das, was dann bis hierhin noch gebaut wurde, das habe ich dann wieder gar nicht aufgenommen. Das ist geschuldet irgendwelchen Umständen, ist aber auch egal. Und wir sind bei dem, was ursprünglich ein kleines Beiboot werden sollte, jetzt so weit, dass es ein ausgewachsenes, vollwertiges Boot ist. Ich habe mir jetzt aber überlegt, dass ich es einmal um 90 Grad drehen möchte. Und zwar so, dass diese Seite dann oder die andere Seite hier zum Kran zeigt. Weil so kann das Schiff ja nicht wirklich beladen werden und entladen werden. Und genau das ist das, was wir jetzt machen. Einmal also die Klötze entsprechend so um 90 Grad gedreht hier dann an das Schiff dran bauen. Und da muss man halt die Seiten da noch ein bisschen anpassen. Das wird schon, aber das mache ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal gucken mit ein bisschen Abstand hier. Was ich ziemlich cool finde, ist das Auge da vorne in dem, was ist es, Drachenkopf oder so? Ich weiß es nicht. Und jetzt muss ich einfach mal gucken und das Ganze ein bisschen wirken lassen gerade. Also von der Größe her finde ich es völlig okay. Ein bisschen kleinere Schaluppe. Und da fehlt noch Beleuchtung und Innenausbau. Der Mar und Märchen sind beschäftigt mit dem großen Loch. Und hier habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt hier inzwischen auch soweit abgedatet, alle Texture Packs, dass da dann auch endlich die Ambosse drin enthalten sind. So, was nehme ich stattdessen? Ich wollte stattdessen irgendwie, Half-Slab finde ich fast besser. Ich glaube, so kann man es. Was natürlich auch geht, woran ich ja jetzt noch gar nicht gedacht hatte, ist ja Folgendes. Haha. Okay, manchmal kommt da die Idee beim Bauen. Manchmal auch leider nicht. Und zwar kann ich da ja mal so ein richtiges Ruder von machen, indem ich einfach da mitten drauf, ich glaube, die Musik ist noch ein bisschen laut, oder, ja, die Musik ist ein bisschen laut im Verhältnis zu den, das ist ein bisschen leise, zu den Minecraft-Soundeffekten, indem ich hier einfach mal so das Ganze mache. Das sieht natürlich auch, das sieht bisschen alles einer zu viel. Dann probiere ich mal den hier. Ja, das ist auch einer zu viel. Ja, Ruder haben ja früher so funktioniert, als es da noch nicht die Briten gab, die dann das Steuerrad und an Steuerbord erfunden hatten. Und da könnte ich mir vielleicht sogar überlegen, das so zu machen, mit anderem Holz dann gleich noch. Das könnte ich mir tatsächlich überlegen. Ja, ich mache das so. Allerdings mit Oakwood. Ach, den lassen wir jetzt da, der stört dann nicht weiter. Und das ziehen wir jetzt mal einfach mal durch, hier komplett konsequent. Durch das ganze Ding hier. Oh, ein Creeper war da an Bord. Unter dem Segel, unter dem Sonnensegel. Oh, und zack. Noch ein. Nee, nicht noch ein. Da machen wir jetzt nämlich Folgendes. Machen wir nämlich so. So, das ist jetzt quasi das Ruder. Kann man auch so machen, wenn einem nichts anderes einfällt, dann macht man das einfach mal so. Ist doch gut. So, dann so Wikinger-technisch hier die Kapitänskajüte. Kajüte ist natürlich, nein, das ist keine Kapitänskajüte hier.
das gibt es da nicht. Ist auch sowieso alles irgendwie viel zu eng. Hier sind noch diese braunen Streifen. Das könnte also quasi, könnte das hier der Abort werden. Abort werden. Die sind der äußeren, den beiden Streifen außen geschuldet. Oh, Creeper! Oh, Skelett und Zombies. Skelett ist auch, habe ich auch, also Skelette und Zombies. Skelett. Oh Gott. Skelett. So, nein, natürlich kriegt der Kapitän hier eine schöne, kann er sich mit dem Creeper teilen. Der kriegt hier so eine schöne Kajüte. Märchen schmunzelt gerade, aber nicht meinetwegen, sondern weil irgendwas anderes gerade war. Wahrscheinlich irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Muss hier jetzt erstmal irgendwie so einen Raum reinzimmern. Irgendwie. Also auf irgendeine Art und Weise. Da muss ein Raum rein. Ja. Hallo Skelettis. Hallo Creeper. Ich finde das auch voll toll, dass ihr alle hier seid. Ich könnte auch sehr gut, sehr gut ohne euch leben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die brauche ich und ich brauche eine Tür oder zwei, ne, eine. Fackeln habe ich schon. Ja, ist das denn groß genug für Captains? Ah, nee. Hm, ich hätte den ja gerne. Nee, den. Ah, dann machen wir das. Dann kann ich nach da hinten noch raus. Ach Mann, hau doch mal ab. Ich will jetzt nicht dich in den Arm nehmen. Ich weiß, du sehnst dich nach Zärtlichkeit, nach einer warmen Hand, nach Berührung. Aber du bist ein Zombie, ich will dich nicht in den Arm nehmen. So. Das muss doch auch nicht sein hier. Meine Güte. Ja, dann machen wir das halt ein bisschen größer, das Ganze. Der Captain kann halt ein bisschen... So. Zack, zack. Upsalalalala. So, ja, Zombie, hau doch einfach ab hier. Finde ich gut. So, bitteschön. Da ist Captain's Chair. Oder wie heißt das immer so schön? Das wird ganz spartanisch hier. Da ist nicht viel los mit Luxus und so. Das wird das hier nicht. Nee. Da wird ein Bett, da wird ein Bild von irgendwie toten Äxte, können wir da auch noch reinpacken in so Bilder. Dann nehmen wir mal so eine Eisenaxt oder sowas. Ein Schwert vielleicht auch noch. Auch ein Eisenschwert dann eventuell. Ich finde so für so Wikinger finde ich das ziemlich cool. Und natürlich, hahaha. Ach nee, so Kuhschuhe müssen nicht sein, oder? Kriegt er hier... Ja, der kriegt auch sogar, ich bin da jetzt großzügig, der kriegt da sogar eine Kiste, kriegt er da noch rein und er kriegt auch Literatur. Literatur, da, Alliteration, nee, das ist was anderes. So, schön, fein, klein und bescheiden. Und natürlich, weil es ein Wikinger ist. Die habe ich immer noch nicht um. Das muss ich unbedingt noch machen. Die müssen etwas nach links und etwas nach oben, weiß ich jetzt. Ja, doch ein bisschen nach oben, glaube ich auch. Und ein bisschen nach links. So, ich muss jetzt mal eben kurz ein Schlückchen trinken. Aber der kriegt natürlich die Literatur nicht neben das Bett. Also, nein. So, was ein echter Wikinger ist. Lalala. So vielleicht, ja. Mhm. So, dann kriegt er hier, meinetwegen sogar ganz viel Literatur haben. Und dann kriegt er noch ein Tischlein. Ein Tischlein, wenn ich ihn jetzt verarschen will und ärgerlich machen will, aber ich lege mich ja nicht mit Wikingern an. Ansonsten hätte ich ihm jetzt noch ein Blümelein auf das Tischchen gestellt. Aber ich glaube, bei Wikingern, da macht man keine Scherze. Ich glaube, die verstehen keine Scherze. Deswegen nachgedacht und festgestellt, nö,
Keine Blümelein. Nein, lieber nicht. Zack. Ach so, das geht nicht. Ja, dann doch dahin. Ach, dann muss der auch aus anderem Holz. Sonst sieht man das ja. Der ist aus ganz anderem Holz geschnitzt. Sonst sieht man das ja gar nicht. Was nehmen wir denn da für Holz? Jungle oder Spruce? Birke? Habe ich denn da? Ist doch die Birke. Die Birke. Birke. Spruce Wood. Spruce Wood ist gut. Wo der herkommt, gibt es bestimmt viele Spruces. Spruce Springsteen. So, das ist eine sehr bescheidene, kleine. Ach, da können wir auch zwei von machen. Kann man die vielleicht auch so stützen. Hat da so eine Leseecke. Eine schicke, kleine. Ne? Auch nicht schlecht. Und dann machen wir das nicht so. Doch, machen wir doch so. Doch, ich hatte gerade einen doofen Gedanken, aber den will ich jetzt gar nicht. Da will ich jetzt gar nichts drüber sagen, kein Wort drüber verlieren, über diesen blöden Gedanken, den ich gerade hatte. Ich lenke mal schnell ab und pack da mal irgendwie ein schickes Bild von eroberten Kühen. Nein. Nein. Schweine im... Nein. 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 Hannibal soll hier nicht hängen. Der sitzt ja im Gefängnis. Aber hier so ein schöner Schlittenhund. Da, sehr schön, sehr schön, sehr, sehr schön. Der braucht natürlich, ich habe ja immer diesen Spleen mit den, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch okay und normal, mit den Wassereimern. Oh, 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 das ist auch eine gute Idee. Da muss mal, wohin geht die Tür auf? Die geht da rein, dann kommt... Kommt das mal. Kommt der Wassereimer vielleicht mal einfach dahin? Kann er ja auch als Toilette benutzen. So, wenn er dann. Passt das? Nachts mal muss. Ja, kann er treffen, theoretisch. Ja, ist okay. So, und hier kommt noch die Eye of the Ender. Die Ender Eye. Hey, I'm watching you. Lalalalalong. So, okay, Captain's Kabine, soweit fertig. Müssen wir da noch irgendwie... Da können wir... Oh, jetzt aber doch mal eben hier. Wo sind die Blocks? Blocks. Ich bin geneigt. Ich traue mich nicht, das zu benutzen, aber ich bin geneigt. Ich überlege, ob ich denn da nicht einfach so... Das sieht doch... Jawohl! Und damit bleibt jetzt, ist beschlossen, das Stroh bleibt... im Texture Pack, im Mittelalter Pack enthalten. Da, das war mal der Schwamm, das geht dann auch so als Fußabtreter. Aber so als Bodenmatte in so einem Mittelalterhaus sind diese Strohblöcke. Das gefällt mir gerade. Finde ich gut. Alles fertig hier, ja. Haben wir gerade ein Skelett runter? So, hier ist Captain. Captain, do not disturb. Do not disturb. Hier ist der Captain. This is the Captain speaking. Draußen bleiben. Draußen bleiben. Dune. So, die anderen, die hier jetzt so runterkommen, Kimmen, die können ja auch mal, da kann ich auch mal machen, dass die... jetzt muss ich mal eben gucken. Hier sind mir ein bisschen viele Viecher drin, wenn ich das mal gerade so sagen darf. Ich nehme mal gerade das hier da weg. So, dann kann ich hier nämlich noch ein bisschen was hinbauen. Brauchen die eigentlich so Rausguck-Dinger? Ich glaube, nee, das kriegen die hier nicht, ne? So Rausguck... Ah! Mann, wie dunkel ist denn das hier, dass die da noch alle so... Wo steht denn jetzt das Lichtlevel? Bill ist es, glaube ich. Hier dürften gar keine Viecher mehr spawnen, zumindest. Und dann machen wir doch einfach mal Time Set. Es ist ja bestimmt auch schon wieder Nacht. So. Ach, dann machen wir das hier mal. Machen wir mal hier dicht hier. Da hätte man uns auch noch Bücherregale reinsetzen können. Aber ach. Es wird ja alles feucht hier unten. Alles nass. Das muss ja nicht sein. Also machen wir das mal so. So. So, zack, zack, der muss dann mal eben weg. Dann muss ich mal eben eine weitere Fackel setzen. So, 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 so. Hier kommt ein Fußboden rein. Den machen wir mal da schön.
So, achso, da können wir ja vielleicht eine Treppe machen. Zack, 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 zack. So, und Fackel muss ich gleich wieder setzen. Ganz wichtig, aus Erfahrung klug. Oder auch nicht. So. Ja, selbst auf engstem Raum schaffen wir es hier dann doch noch irgendwie so Wohnquartiere einzurichten. Irgendwie vielleicht unter Umständen, wenn es denn die Skelette da unten zulassen. So, und dann rennt man da vor, wenn man auf der Treppe ist. Die Treppe ist auch irgendwie nicht so ganz mittig. Oh, da ist ja noch gar keine Treppe. Okay, dann machen wir das mal so. Folgende, so. Nehmen wir auch mal den Viechern ein bisschen Platz zum Spawnen weg. So, dahin, dahin, dahin. Und jetzt stören natürlich die Fackeln. Da setze ich mal gleich erstmal neue hier unten irgendwo hin, weil ohne Fackeln Mob-Gefahr. Mob-Alarm! 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 So, und dann geht die Treppe nämlich nicht runter hier, sondern sie geht irgendwie so dann hoch. Zack, zack. Ich finde, da habe ich mich sehr schön aus der Affäre gezogen. Ich finde, das ist sehr gut, wenn ich jetzt noch eine Treppe hätte und man könnte da dann runter. Da kann man aber nicht runter. So könnte man da runter, was allerdings auch wieder doof ist. Also werde ich hier noch ein bisschen rumwursteln. Irgendwie kriege ich das schon hin. Jetzt muss ich mir aber mal eben eine Treppe suchen. Treppe, 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 Treppe. Das geht doch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, okay. Hier noch ein paar wieder weitere gefackelte. Ein paar Grillfackeln hinsetzen. Zack. Dum, 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 dum. Und genau das kann man eigentlich auch hier erwarten. Geht das auch da? Geht das auch da? Dann machen wir das doch auch hier. Geht das auch hier? Aus welchem Grunde habe ich denn das so? Und da, deswegen habe ich da. Ah, ja. Ja, dann ist natürlich ein bisschen doof. Oh, Mobs, ihr gebt mir auf den Zeiger. Ist ja überall schon. Kann dir mal jemand sagen, dass die hier weg sollen? Verduftet, verschwindet. Macht euch vom Acker. Mann, geht da weg. Mobs, haut ab. Ihr seid hier nicht erwünscht. Disappariert, meinetwegen. Macht alles, aber bitte nicht explodieren. Explodieren wäre irgendwie fatal. Ich bin ein Fatalist. Was ist ein Fatalist eigentlich? Ich habe mal irgendwann ein Lied gehört, das hieß der Fatalist. Ich weiß aber gar nicht, was das ist, der Fatalist. So, ist doch wunder, wundergut. Machen wir den da so. Und damit der Raum ein bisschen eckiger ist, so. So, jetzt müssen wir hier noch irgendwie ein Dutzend Wikinger unterbringen. Und natürlich brauche ich auch noch erst ein bisschen Zaun hier. Zaun. Hast du da ja la. So. So. Und dann, das wollte ich auch immer schon mal ausprobieren, seit gerade eben. Wollte ich mal gucken. Die muss ich gleich mal neu setzen. So, ich glaube, das finde ich gar nicht so verkehrt, wenn es denn geht. Das geht, das ist schön verwinkelt. Das mag ich. Das mag ich. So bleibt es. Dies mit den Fackeln, das muss ich mir nochmal überlegen. Hier kommen jetzt auch erstmal welche hin, damit das hier nicht so dunkel ist. Draußen ist es noch einigermaßen. Oh, das ist ja, wenn man jetzt da die Bäume, das ist man auf hoher See. Da schaukelt. Die F3 kann ich mal wieder drücken, die Taste. Und gegen das Ruder drücken. Wo wollen wir jetzt hin? Hard Backboard. Wenn ich jetzt das Ruder nach Steuerbord drücke, rechts ist Steuerbord, dann
Mal gucken, dreht sich das hier nach da und dadurch fährt das Schiff nach Backbord. Okay, alles gut. Nautische Kenntnisse mal eben aufgefrischt, deren Existenz nicht, also die nicht existieren. So, hier müssen ganz viele Fackeln rein. Augenblick mal bitte. Ist schon dämlich, wenn bei so einer Aufnahme auf mal die Ohrmuschel juckt. So, hier müssen jetzt noch irgendwo ein paar... Wie weit? Die müssen tatsächlich so bleiben. Also muss hier wohl auch ein Zäunchen drumherum. Dann soll das auch so sein. Und auf dieses Zäunchen, da können noch ein paar Fackeln thronen. Ach, da machen wir auch mit Fackeln soll man ja nicht geizen, wenn man denn hier nicht dem natürlichen Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dann soll man ja Fackeln durchaus auch verwenden. Der muss da bleiben, ne? Ja. Ich hatte sonst gedacht, mache ich den da hin, aber das lasse ich einfach mal. So, hier ist jetzt was auch immer. Hier kommt jetzt rein. Wenn es das denn jetzt schon gibt, dann kommt da mal ein heiler Amboss rein. Ein paar Kisten. Dann kommen da auch noch mehr Kisten rein. Und natürlich Werkbänke. Die Zäune hätte ich jetzt mal nicht weglegen brauchen. Die brauche ich bestimmt auch noch. Kommt da noch mehr rein? Ja, da, ich finde, da kommen auch noch so ein paar... Waffenbilder rein und ein Enderauge brauche ich nicht, deswegen vielleicht noch einen Ofen. Und dann hatte ich vorhin noch gerade gedacht, Strohballen, aber ach nö, ich nehme noch mal lieber ein Schlückchen zu mir. Oder kommt das nach unten? Weil so ein Amboss wiegt ja. Hier ist eh zu eng zum Schlafen. Ach, so schön kann man hier nach draußen blicken. Das packe ich jetzt mal weg. Pack mal eben gerade die Axt weg. Kuh. Oh, Zombie. Nee, creepy. So, hier gibt's mal eben zwei. Oh, geh da mal bitte weg, Skelett. Oh Mann. Skelette sind voll doof. Und Mobs, wenn sie im Weg stehen. Okay, ich komme später wieder. Es ist doch hier bitte schön hell genug hier. Es ist doch verdammt nochmal hell genug. So. Hier, hell genug. Hell, 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 hell. Ich will keine Mobs hier drin haben. Ich will keine Mobs hier drin haben. Komme ich dann jetzt einfach später wieder? Also hier mache ich die Schlafgemächer hin. Und unten dann die Werkstatt. Und der steht da immer noch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich bin ja in Creative. Ich will hier keine größeren Löcher reinschlagen. Das war ein Pfeil. Okay, das ist in Ordnung. So, da gibt es dann das da und dann kann da meinetwegen, da kann der Amboss hin. So, das kommt weg. Die Fackeln setze ich gleich nochmal neu.